Ansonsten herzlich willkommen zur vierte Vorlesung, Grundlagen der Mensch-Maschine-Wechselwirkung. Wir schließen heute unser Vorgeplänkel, unsere theoretischen Vorüberlegungen ab und fangen dann in der nächsten Woche damit an, richtig in die Praxis überzugehen, richtig in die Gestaltung überzugehen. Nächste Woche geht es dann um die Gestaltung von Icons. Heute aber wollen wir uns nochmal mit etwas Allgemeinerem, mit etwas Theoretischerem beschäftigen. Und zwar biegen wir das Ganze, was wir uns in den letzten beiden Wochen angeguckt haben, jetzt mal zurück auf den Computer und tun das, indem wir uns ein bisschen Gedanken machen, zunächst mal über Interaktivität. Das ist ja ein Begriff, den ihr garantiert alle schon gehört habt im Zusammenhang mit dem Computer und wahrscheinlich auch irgendwie eine Vorstellung davon habt, was er damit meint, wenn ihr das sagt. Aber wenn man versucht, Interaktivität zu definieren, im Zusammenhang mit dem Computer, dann kommt man ganz schnell in Teufelsküche und schafft das irgendwie nicht so richtig. Das gucken wir uns gleich ein bisschen an, was da das Problem ist bei der Begriffsdefinition von Interaktivität. Dann geht es weiter, dass wir anstelle des Begriffs der Interaktivität unseren eigenen Ansatz für interaktive User Interfaces uns nochmal genauer ansehen, der ja auf dem basiert, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, auf der Wahrnehmung des Menschen und vor allen Dingen auf der Objektorientierung, auf dem Herstellen einer Objektwelt auf dem Bildschirm. Das Ganze mache ich, indem ich technisch die Potenziale für die interaktive Nutzung des Computers herausarbeite. Das heißt, wir gehen ein bisschen historisch vor, gucken uns das Ganze historisch an, wie sich das User Interface entwickelt hat. Erst allgemein, um diese Kriterien, diese technischen Potenziale herauszuarbeiten und dann nochmal gesondert in Bezug auf das, was man so Personal Computer, PC nennt. Das heißt, wir machen heute so ein bisschen Geschichtsstunde. Das ist natürlich eine bestimmte Brille von Geschichte der Informatik oder Geschichte der Computer, die ich heute euch aufzusetzen versuche. Man kann das Ganze auch ganz anders betrachten. Man kann sich die Computergeschichte natürlich auch aus einer elektrotechnischen Perspektive angucken oder aus einer soziologischen Perspektive versuchen, da drauf zu gucken. Ich empfehle da, wer da noch nicht gewesen ist, das Museum hier in Paderborn mal anzuschauen. Da findet man, kann man sich also wirklich auf ganz viele Arten und Weisen in die Computergeschichte einfinden. Und vielleicht, wer schon mal da gewesen ist, geht vielleicht mit dem, was er heute gehört hat, doch nochmal dahin. Vielleicht guckt man manchmal doch ein bisschen anders auf die ganzen Exponate, die da so stehen. Was ist mit dem Begriff Interaktivität? Ich habe schon gesagt, ein bisschen problematisch ist er. Wenn wir uns oben diese Beispiele angucken, dann seht ihr, dass der Begriff Interaktivität oder interaktiv als Adjektiv für ganz unterschiedliche Dinge benutzt wird. Also das Internet ist interaktiv, weil es die Trennung zwischen Sender und Empfänger aufhebt. Sowas liest man öfter. Ein Lernprogramm ist interaktiv, weil es dem Lernenden Aufgaben stellt, die auswertet und den Fortlauf des Programms daran anpasst. Also es ist nicht ein Programm, was immer gleich abläuft, sondern unterschiedliche Programmwege vorsieht. Das nennt man dann Interaktivität. Netflix wird häufig als interaktiv bezeichnet, zum Beispiel, weil es den wahlfreien Zugriff auf Inhalte ermöglicht. Ihr müsst also nicht das Netflix-Programm gucken, so wie man früher vielleicht ARD geguckt hat, sondern ihr könnt euch aussuchen, was kommt. Das nennt man dann interaktiv. Und Facebook wird auch oft interaktiv genannt, weil es die Interaktion zwischen Teilnehmern ermöglicht. Alles nennt man interaktiv, aber die Begriffe oder die Konzepte, die dahinter stehen, sind alle unterschiedlich. Was machen wir jetzt damit? Wie versuchen wir, das zusammenzufassen? Das haben natürlich schon viele versucht. Viele Wissenschaftler haben sich daran gemacht und haben Definitionsversuche für Interaktivität gemacht. Und wenn man da reinguckt, dann sind diese Definitionsversuche natürlich genauso vielfältig wie die Nutzungen des Begriffs. Und vor allen Dingen haben sie einen ganz großen Nachteil, dass sie in guter wissenschaftlicher Manier häufig erstmal andere Interpretationen des Begriffs Interaktivität zusammenfassen, dann oft ganz große Kataloge erstellen, wo manchmal dann 30 verschiedene Interaktivitätsbegriffe definiert sind. Und dann versuchen sie, einen eigenen zu machen. Und damit ist noch einer in der Welt. Und so hat das so einen Effekt, dass es irgendwie immer unübersichtlicher wird, obwohl die Leute sich Mühe geben, Übersicht hineinzubringen. Ich will ein paar dieser Denkweisen, möglichen Denkweisen auf Interaktivität euch mal vorstellen und gucken, wo die vielleicht auch für uns problematisch sein könnten. Ein Interaktivitätsbegriff, der häufig verwendet wird,
fokussiert auf den Prozess der Interaktion. Also man sagt, Interaktivität ist der Prozess der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Das hat Folgen. Das bedeutet nämlich, dass ich Interaktivität nicht als technische Eigenschaft der Maschine beschreiben kann. Zumindest nicht nur. Sondern ich muss es als Eigenschaft, ja, auch nicht des Menschen, sondern des Dazwischen, der Interaktion, das Dazwischen versuchen zu beschreiben. Und mit diesem Begriff rückt die Interaktivität ganz stark in die Nähe der Kommunikation. Und wir hatten uns ja in der ersten Vorlesung schon mal darüber unterhalten, beziehungsweise ich habe es erzählt, welche Probleme der Kommunikationsbegriff haben kann. Dann führt es häufig dazu, dass man so Pseudokommunikation zwischen Computer und Mensch macht, die dann zu sehr großen Problemen führen kann in der tatsächlichen Nutzung hinterher, weil diese beiden eben gar nicht äquivalent sind, Mensch und Computer. Man sieht solche Interpretationen auch durchaus bei Praktikern, also hier ist ein Zitat von 1974, da wurde der Interactive Mode beschrieben, a mode involving dialogue between user and computer which resembles interpersonal conversation in speed and quantum of communication. Da sieht man genau diese Gleichsetzung, die da stattfindet, zumindest was Speed and Quantum angeht an dieser Stelle. Aber auch weitere Aspekte spielen da eine Rolle, wo eine Gleichsetzung zwischen Mensch und Computer stattfindet. Wir finden diese Denkweise heute häufig noch in so Begriffen, die übrig geblieben sind, wie das Dialogsystem, was zum Beispiel in der ISO 9241 an jeder Stelle einem begegnet und wo das so durchscheint, diese Interaktivitätsinterpretation. Andere Leute versuchen Interaktivität eher über ein Gefühl zu definieren und sagen, interaktiv ist ein System dann, wenn es einem interaktiv vorkommt, wenn man das jetzt mal ganz platt sagt. Also es ist eher eine Sache, ob derjenige, der davor sitzt, irgendwie den Eindruck hat, auch Einfluss zu haben. Also Frau Laurel zum Beispiel macht dann dafür gleich drei Kriterien auf oder hat drei Kriterien ursprünglich mal aufgemacht. Frequency, Range und Significance, also gerade der Einflussmöglichkeiten auf das, was im Computer passiert. Auf die genauen Unterschiede zwischen den dreien brauchen wir an dieser Stelle nicht weiter einzugehen. Sie sagt aber auch, ja, vielleicht sind das nicht alle. Und sagt dann, um dieses Gefühl von Interaktivität zu erzeugen, können auch noch ganz andere Aspekte eine Rolle spielen, ohne dass ich über diese drei Begriffe nachdenke. Janlert und Stoltermann, sind zum Beispiel Leute, die solche großen Kataloge von Interaktivitätsbegriffen gemacht haben, versuchen andere Konzepte, nehmen andere Begriffe, um Interaktivität zu quantifizieren, um zu sagen, wie interaktiv ist es denn, und beschreiben dann zum Beispiel Agency, also wie sehr ist das Artefakt auf der anderen Seite, wo sie dann den Computer meistens als Ganzes verstehen, dazu geneigt, selbst zu handeln, also selbst Eigensinn zu entwickeln, könnte man vielleicht auf Deutsch dazu sagen. Das ist auch eine Möglichkeit, kann man natürlich auch drüber nachdenken, kann man auch bestimmt Maße für finden, aber auch hier ist es eine gefühlte Eigenschaft, denn diese Agency kann man schlecht wirklich messen. Und zum anderen ist es auch ganz schwer zu sagen, wie viel Agency brauche ich oder brauche, um Interaktivität dazu zu sagen. Und wenn ich ein ganz eigensinniges System habe zum Beispiel, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, das ist interaktiv, sondern würde ich eher sagen, das ist kaputt oder das verhält sich völlig erratisch. Und wenn ich ein System habe, wo ich überhaupt keinen Einfluss drauf habe, dann würde ich auch nicht von Interaktivität sprechen. Also ist das so ein Kontinuum, in dem wir uns da befinden. Wie dem auch sei und wie auch immer diese Begriffe definiert sind, kann man festhalten, zum einen sind die natürlich ganz sinnvoll, weil man kann echte Systeme, existierende Systeme danach untersuchen und kann sagen, wie interaktiv sind die eigentlich. Aber es sind schwierige Begriffe, um zu sagen, wie man denn interaktiv gestalten soll. Wenn ich euch zum Beispiel sage, ihr müsst mehr für mehr Agency sorgen oder ihr müsst eine große Range an Interaktivität haben, das ist ähnlich wie dieses, als würde ich euch sagen, ein Roman ist dann gut, wenn er spannend ist. Ne? Das hilft nicht zur Gestaltung. Also versuchen wir es ein bisschen anders. Halten erst noch mal fest, diese Charakterisierungen von Interaktivität sind erstmal sowieso widersprüchlich, ganz viele verschiedene. Sie gehen häufig von der Teil von Gleichheit Mensch und Computer aus, was wirklich ein ärgerliches ist, beschreiben ein Gefühl,
dass man meint, es ist interaktiv, und beschreiben keine technischen Voraussetzungen, die wir aber jetzt brauchen, um gestalten zu können. Es gibt dann diesen Begriff von Raffaelli, der sagt, Interactivity, like news, is something you know when you see it. Das ist quasi die Kapitulation vor der Definition an dieser Stelle. Man kann es nicht definieren, aber wenn man es sieht, weiß man, was es ist, dass es das ist. Wir versuchen es jetzt anders. Ich versuche nicht den Begriff Interaktivität zu definieren, sondern versuche mal herauszufinden, was eine interaktive Schnittstelle denn eigentlich ist. Und das machen wir mit dem Begriffsrepertoire, was wir schon hier aufgebaut haben. Also eine interaktive Schnittstelle stellt Artefakte bereit, virtuelle Artefakte, die wahrgenommen werden können. Deswegen haben wir über die Architektur der Wahrnehmung des Menschen gesprochen, die manipuliert werden können und deren Verhalten wiederum wahrgenommen und manipuliert werden kann. Und das Ganze zum Zweck der Differenzerfahrung. Das heißt, dass ich etwas über das System damit herausfinde, über diese Objekte. Und das ist quasi der Rückbezug auf die Veranstaltung von letzter Woche. Was hat das mit diesen Objekten da auf sich? Es gibt diesen Spruch von Herrn Tognazzini, das ist einer der Designer, der viel am User Interface des frühen Apple Macintosh mitgewirkt hat, hat auch bei Apple gearbeitet und später für Sun Microsystems. Der hat zwei sehr interessante Bücher geschrieben, die da oben abgebildet sind. Der hat einen ganz starken Apple-Bias. Also wenn ihr das lesen wollt, dann müsst ihr irgendwie darüber hinwegsehen, dass Apple grundsätzlich das Beste ist, zumindest in dem ersten Buch, als er noch bei Apple gearbeitet hat. Bei dem zweiten nicht mehr ganz so sehr. Davon muss man dann absehen. Aber ansonsten sind wirklich interessante Ideen drin, unter anderem diese hier oben. Dass da steht, Macintosh-Users don't know the operating system. They know a fanciful illusion called the desktop. So, diese fanciful illusion ist genau das, um was es hier geht. Und wir sehen jetzt mal davon ab, dass er hier den Macintosh so herausstellt. Zu dem Zeitpunkt, gut, war Windows noch nicht verbreitet auf dem PC-Bereich, aber selbst wenn man das nicht hat, wenn man ein Kommandozeilen-User-Interface hat, was wir uns gleich auch noch genauer angucken wollen, haben wir da auch schon so eine Illusion. Wenn wir mit einer Kommandozeile arbeiten und geben so ein Verzeichnislisting aus, dann sehen wir da eine Datei und können die Datei mit ihrem Namen ansprechen. Wenn wir den Computer auseinandernehmen, finden wir die Datei nicht, sondern die wird durch den Computer für uns erstellt als Objekt. Und um solche Objekte soll es jetzt gehen, um solche Illusionen. Und das machen wir, wie gesagt, indem wir uns die Geschichte ein bisschen angucken. Wenn wir einen Computer mal ganz früh betrachten, Anfänge der Computer, und uns da angucken, wie Computer da beschrieben wurden, dann gibt es dieses berühmte Paper von John von Neumann, von dem ihr garantiert schon gehört habt. Das ist das Paper, wo immer die Von-Neumann-Architektur drauf bezogen wird, obwohl viele der Sachen der Von-Neumann-Architektur in dem Paper gar nicht drinstehen. Aber was drinsteht, ist nicht nur, dass es ein Programm geben muss, Instructions nennt er das hier, die ganz genau beschreiben müssen, was der Computer macht, aber vor allen Dingen steht da drin, wenn er es macht, also once these instructions are given to the device, it must be able to carry them out completely without any need for further intelligent human intervention. Also die Definition des Computers ist da eine gerade völlig nicht interaktive. Der Mensch hat während der Ausführung des Programms mit dem Computer nichts zu tun. Er kann nichts machen und darf auch gar nichts machen. Das ist so die ganz klassische Input-Output, also IPO oder auf Deutsch sagt man häufig EVA, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, dieses Paradigma. Ne? Währenddessen Eingabe und Ausgabe sind zwei getrennte Zeichensätze, also Texte, wenn man so will, und zwischendurch ist eine Verarbeitung und da hat der Mensch nichts mit zu tun. So war es natürlich selten oder eigentlich nie. So ein Computer haben natürlich Nutzungsschnittstellen. Und wenn wir uns die ersten frühe Nutzungsschnittstellen angucken, dann sehen wir zum Beispiel solche hier. Und was sind das für User Interfaces? Links unten der ENIAC, das ist eine Zuse-Maschine, die gibt es ähnlich auch im Museum zu sehen. Und oben UNIVAC ist das, ein UNIVAC Control Panel, glaube ich, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls gibt es da viele Anzeigen, viele Lämpchen, die so schön bunt blinken. Und in dieser Art von User Interface entspricht so ein Lämpchen ziemlich genau einer Hardware-Komponente. Ich kann also quasi jedem Bit zugucken, wie es dort an einer bestimmten Stelle erscheint oder jeder Rechnung auch zugucken, dafür habe ich entsprechende Kontrollleuchten. Es gab Geräte, vor allen Dingen die langsameren Geräte, die von Zuse sind da besonders interessant, die haben so eine Tastatur, da kann also ein
Nutzer, wenn man ihn Nutzer nennen will, tatsächlich selbst Daten eingeben. Das ging, weil das Rechner waren, die sehr langsam waren. Die hatten eine Rechengeschwindigkeit von 10 bis 20 Hertz. Nicht Giga, nicht Mega, Hertz, ne? Nur Hertz. Also sehr langsam rechneten. Alle schnelleren Rechner hatten sowas nicht, einfach weil man das für unglaubliche Verschwendung gehalten hat. Man hat einen schnellen Rechner, unglaublich schnellen Rechner für die damalige Zeit und verschwendet den damit, dass ein Nutzer davor sitzt und langsam irgendwelche Daten eintipselt. Das ging nicht, das wird als viel zu teuer angesehen. Also wird der Rechner anders mit Daten befüttert, nämlich so. Man hat also entweder Lochstreifen geschrieben oder Lochkarten gelocht. Das heißt, die Programmierung des Computers und die Dateneingabe fand quasi außerhalb des Computers statt, indem man erstmal diese Dinger da erzeugt hat, die Lochstreifen oder die Lochkarten. Das ist durchaus eine komplizierte Angelegenheit, vor allen Dingen, wenn man das in Maschinencode macht. Relativ zügig haben sich die ersten richtigen Hochsprachen entwickelt, die dann nicht mehr auf Maschinencode-Basis waren, sondern maschinenlesbaren Code erzeugten, maschinenlesbar und menschenlesbaren Code, wie zum Beispiel so eine Zeile hier, das ist eine Zeile COBOL, add A to B giving C, also etwas, was man auch als Mensch verstehen kann und was die Maschine aber trotzdem auswerten kann. Ich zeige euch jetzt ein kleines Video, wo man drin sieht, wie an so einem ganz frühen Rechner so eine Programmierung ablief. Und ich hoffe, man versteht es. The mathematician explains his problem to a committee of experts. The first thing to do is to make a list of the library subroutines that will be needed. The committee proceeds to discuss the programming of the problem. The programmer gets to work referring to the library catalogue as required. Here is the program sheet. The program is now checked and it is ready for punching. This is Margaret Hartree, who was my secretary at the time. She is in the course of punching the tape. She takes the tape to the computer room, attaches a tape ticket, and puts it on the job queue. Meanwhile, the EDSEC is running on some other problem, and the operator is waiting for the results to come out. She puts it in the rack, takes our program tape, and puts it in the photoelectric tape reader. The instructions are being read and going into the store. The next tank. Now numbers are being read, and here you see the numbers in the store changing as the calculation proceeds. These are all short numbers occupying half a word. The results are now coming out. This is one of the other programmers coming in for her results, but she must have made a mistake. We used to use for debugging a trace routine that would print the function letter of each instruction as it was executed. Our programmer collects his results. He is joined by the mathematician, and apparently all is well. Also hier wirklich ein ganz frühes Beispiel, an dem man aber schön gesehen hat, wo die Programmierung stattgefunden hat, nämlich komplett vorgelagert und wo auch die Ausgabe stattgefunden hat oder beziehungsweise die Kontrolle des Ergebnisses komplett nachgelagert. Also der Computer, während des Computerlaufs selber, hatte der Mensch mit dem Ganzen gar nichts zu tun. Hätte er nur dann, und das wäre dann die Dame gewesen, die damit zu tun hätte, wenn der Computer in das gekommen wäre, was man so kritischen Alarmzustand genannt hat, also irgendwelche wirklich Hardwarefehler passiert wären. Ich habe hier nochmal ein Beispiel,
von einer Universität, die hat das beschrieben, die Philipps-Universität Marburg hat das beschrieben, wie das bei denen so abläuft, wie also Studenten programmieren konnten oder auch Mitarbeiter programmieren konnten. Die hatten einen Rechner, der nannte sich TR4, konnte in mehreren Programmiersprachen programmiert werden. Und man ist hingegangen und hat erstmal Lochkarten gelocht mit diesem Gerät da oben. Dafür hatten die ganze Hallen von Geräten, von Lochkartenstanzern, wo man hingehen konnte und diese Lochkarten stanzte. Und dann hat man die zusammen mit so ein paar Steuerkarten irgendwo abgegeben und irgendwann kriegte man sein Ergebnis. Und wie es da so schön heißt, meist noch am gleichen Tag oder doch am folgenden Tag findet der Benutzer seine Programmkarten, das Ergebnisprotokoll aus dem Schnelldrucker des TR4 in dem Rückgaberegal vor. Das heißt, die Ausgabe war in so einem Rückgaberegal. Wenn wir uns das mal ein bisschen weiter angucken, dass selbst dieser TR4 war ein relativ kleiner Rechner. Wenn es richtige große Rechner gab, wie zum Beispiel am MIT oder so, dann wurde dieser Prozess noch mal länger. Das lag daran, dass man so Zwischenschritte hatte. Also wenn wir uns jetzt hier mal angucken, wie das gemacht wurde. Der Programmierer erzeugt ein Programm auf Papier, ja. Locht das Programm und Daten auf Lochkarten und Lochstreifen. Könnt ihr euch vorstellen, wie fehlerträchtig das sein kann. Programm und Daten werden von einem einfachen Rechner eingelesen auf ein Magnetband übertragen. Einfach deswegen, damit man ganz viele Programme per Magnetband in den großen Computer reintun kann und der die nach irgendwelchen Kriterien auswählen kann. Man hat also versucht, noch mehr den Rechner unabhängig zu machen von den langsamen Nutzern und der Programmierung. Die Programme werden abgearbeitet nacheinander. Das nennt man Stapelverarbeitung. Das nannte man damals Stapelverarbeitung. Der Begriff ist heute leicht anders besetzt. Die Ausgaben werden wieder auf Magnetbänder geschrieben und das Magnetband wird dann wieder in den anderen Computer reingetan und der locht dann Lochkarten oder druckt was aus. Auch dazu habe ich ein Video, das wird nicht das letzte sein, wir haben heute viele Videos, eine kleine Videoshow. The main computer, which is used for batch work, is the IBM 370 Model 165 with 3 million bytes of core, 2 million of which are available for programmer use. A work area is provided in 3G1 with 21 key punch machines available here at all times for individual programmer use. Das sind genau diese Maschinen, die wir gerade auch gesehen haben. For the programmer who is developing a program where a great deal of key punching is needed on a day-to-day basis, a key punching service is available in room 3C120. Both source and data information may be submitted for punching to a staff of qualified key punch operators. Input decks are left on this counter and are loaded into the system by means of an IBM Model 3505 card reader. These devices read in approximately 200 cards per minute. Each program is divided by an end of file card to assure job separation. Priorities are assigned by the programmer selected grade of service and the specified resource limits. These input decks are then returned to the user's bin. The card images are stored on magnetic disk storage units until selected by the 370-165 for processing. Approximately 2.8 million lines of print are generated each day at the Homedel Computer Center. There are presently 7 1403 and 2 3211 printers in the computer center, using approximately 1,000 pounds of paper each day. Punched output is produced on 3 IBM 3525 punchers. The cards are interpreted as they are punched on specially printed cards for ease of programmers' use. About 40,000 cards are punched each day at the present time. After a job has been completed, its printed and punched output is separated at the dispatch counter and is placed in the user's bin. Programmer work tables located in the 3D and 3E areas opposite the user bins provide a convenient area to work on minor corrections and debugging of programs. Also, man hat schön gesehen, was Input und Output war, nämlich diese Fächer oder beziehungsweise der Desk, den man da hatte. Übrigens, wo so gesagt wird, 40.000 Lochkarten pro Tag. Das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber eine Lochkarte ist eine Zeile Code.
Also 40.000 Zeilen Code am Tag für so ein ganzes Rechenzentrum ist aus heutiger Sicht nicht viel, eher lächerlich. Aber für die damalige Zeit sicherlich eine große Sache gewesen. War übrigens ein Rechenzentrum von AT&T, also von der amerikanischen, einer der größten amerikanischen Telefongesellschaften, zum damaligen Zeitpunkt noch der amerikanischen Telefongesellschaft. Gut, man kann sich vorstellen, so kann es nicht weitergehen. Das war problematisch. Wenn man immer so lange warten muss zwischen Eingabe und Ausgabe, dass man einen Tag wartet, um hinterher festzustellen, dass man irgendwo ein Semikolon vergessen hat oder ein Komma oder sonst wie, oder dass man was Falsches ausgewählt hat, wenn man so eine Datenbankanfrage macht, ist ärgerlich. Außerdem führt es natürlich dazu, dass man viel zu große Anfragen macht, weil man ja nicht genau weiß, was man so, wie so das Ergebnis ist, was man so rauskriegt, macht man zum Beispiel eine Datenanfrage eher etwas breiter, damit man bei dem einen Tag warten auf jeden Fall auch das Ergebnis kriegt, was man haben möchte. Und dadurch wird natürlich Papier verschwendet ohne Ende. Das heißt, irgendwie ist das der Weisheit letzter Schluss nicht. Deswegen hat man sich überlegt, dass man das anders machen sollte und dass man irgendwie ja, gleichzeitig mit dem Computer arbeiten können sollte. Man möchte diese Zeit irgendwie verkürzen. Und die Technik, die man sich dafür ausgedacht hat, nennt man Timesharing. Das heißt, mehrere Leute arbeiten auf dem gleichen Computer gleichzeitig und kriegen aber immer einen, die quasi das virtuell den ganzen Computer zur Verfügung gestellt. Immer so reihum werden die bedient. Damit verbunden ist natürlich, dass es jetzt auch Ein- und Ausgabegeräte geben muss, irgendeiner Art. Es geht nicht mehr über Lochkarten und Ausdrucke, sondern ich brauche eine Tastatur und irgendeine Art der Ausgabe. Sehr beliebt war da das, was man hier oben rechts sieht, ein Teletype, also ein Fernschreiber. Mit so einem Fernschreiber, die könnte man, würden sonst miteinander verbunden, kann man Telegramme übermitteln. Diese Teletypes haben die Eigenart, vor allen Dingen diese eine Sorte, hat die Eigenart, einen 7-Bit-Code zu produzieren und den auch nach hinten rausgeben zu können. Das heißt, ich kann diesen Teletype auch an einen Computer anschließen. Und das hat man gemacht. Dadurch hat es jetzt nicht mehr mehrere Stunden gedauert, bis man eine Antwort auf irgendwas bekam, sondern nur noch wenige Sekunden. Es ging also darum, responsiver zu werden. Also die Responsivität ist das erste dieser technischen Eigenschaften, die erste dieser technischen Eigenschaften für das User Interface. Das war der eigentliche Grund zur Schaffung eines User Interfaces. Soll schneller werden. Später ist man dazu übergegangen, nicht mehr diese Teletypes zu nehmen. Das ist ja eine Tastatur und oben wird gedruckt, wie bei einer Schreibmaschine, sondern solche Terminals wie dieses hier unten, also ein Bildschirm, Tastatur dran, die können aber nicht mehr als einfach nur den Text darstellen, der vom Computer zurückgeschickt wurde. Das heißt, man nannte die dann scherzhaft häufig auch Glas-Teletype, weil die eigentlich keine weiteren großen Vorteile hatten. Bis auf einen, und der ist sehr wichtig, man kann einen Cursor auf einem Bildschirm positionieren und an einer anderen Stelle oben wieder was drüber schreiben. Bei einem Druck auf einer Schreibmaschine, beziehungsweise hier auf dem Teletype, geht das ja nicht. Wenn man sich jetzt mal überlegt, man müsste mit so einem Teletype wie dem da oben programmieren oder einen Text bearbeiten, ohne Löschentaste und ohne Cursor. Dann kann man sich vorstellen, dass das sehr mühselig ist. Auch dazu habe ich ein Video hier. I'm going to show you the use of the Michigan Terminal System, a large computing system at the University of Michigan Computing Center, using the IBM Model 36067. All right, it's now asking for line one, and I will simply enter some information. This is the time, and I misspelled the word. Let's look at how we might make corrections here. One way is to delete the whole line and start over. To delete a line, I use Control with the letter N. This inserts a delete line character into the line. If I like, I can continue with the new line that I would like to have go in at that point. And I'll do that in this case. And end of line. Line in again. And I made another mistake. Now in this case, I really need to only backspace a character and continue. Let me backspace two characters to show how that could work. The backspace is Control and the letter A.
If I give two of them, I have now backspaced twice, and I can start the word come again. Notice that the teletype does not physically backspace as a typewriter does. The backspace character is inserted in the line, and when the line is processed by the computer, it is interpreted to delete the previous characters. We don't see that on the teletype itself. So, das war vielleicht etwas schwer zu verstehen. Ich mache es mal vor allen Dingen wieder leiser, sonst fliegen uns gleich die Ohren hier weg. Also, er schreibt und um etwas zu korrigieren, muss er irgendwelche Kontrollzeichen eingeben. Aber was er gemacht hat, sieht er nicht, weil man kann nicht zurückgehen. Man kann ja nicht etwas löschen auf einem Stück Papier. Man kann auch nicht, man könnte theoretisch natürlich die Zeilen wieder zurückdrehen. Nur dann würde man wirklich drüber schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens der Begriff Backspace aus einer Schreibmaschinensicht hat tatsächlich die Bedeutung, die er da heißt. Man macht tatsächlich einen Space nach links hin. Das heißt, Backspace wurde eigentlich üblicherweise genau dafür benutzt, um drüber zu schreiben. Also man hat was geschrieben, hat zum Beispiel fünf Buchstaben, hat dann fünfmal gebackspaced und hat dann nochmal fünf Unterstriche geschrieben und dann hatte man das unterstrichen. Das ist die Backspace-Idee. Die hat man dann hinterher am Computer umfunktioniert, umgewidmet. Natürlich auch auf sinnvolle Art und Weise. Also ihr seht, so eine Interaktion über so ein Terminal, über so ein Teletype hat seine Tücken und das ist durchaus nicht ohne, damit zu interagieren. Dennoch war es natürlich sehr erfolgreich, weil man jetzt vor allen Dingen viel mehr Leute an den Computer ranbringen konnte, unter anderem auch Studenten. Am Dartmouth College wurde dann die Programmiersprache BASIC entwickelt. Das ist eine der ersten Programmiersprachen, die explizit für diese Art von Interaktion war, also für interaktive Bearbeitung mit solchen Teletypes. Man sieht das jetzt hier, die haben jetzt hier gleich mehrere solche Dinger stehen und werden da gerade unterwiesen, wie man mit BASIC arbeitet. Wenn wir uns jetzt überlegen, was hat das für Folgen, wenn wir sowas machen, wenn wir uns mit dem Computer unterhalten, da kam das so her. Ne? Ich stelle einen Befehl, dann kriege ich eine Antwort, wieder Befehl, Antwort, da kommt doch ein bisschen diese Kommunikationsidee auch her. Dann brauche ich virtuelle Objekte. Vorher hatte ich ein User-Interface, was mir angezeigt hat, in welchem Zustand sich die Maschine befindet, welches Bit ist wie gesetzt, was ist mit den Registern, bin ich gerade in einem Lesemodus oder einem Schreibmodus. Was ich jetzt aber brauche, ist sowas wie ein Programm, eine Datei, eine Zeile oder sowas, das muss ich ansprechen können. Und diese Objekte sind das Neue, das hierdurch entstanden ist, was ich hierdurch kriege, was auch wirklich ganz wichtig ist, weil sonst hätte ich eigentlich gar nicht viel gewonnen, sonst würde ich auf der gleichen abstrakten Ebene interagieren müssen. Aber das hat man nicht gemacht, sondern man hat diese entsprechenden Elemente eingeführt. Übrigens mal ein Bild hier aus Paderborn habe ich noch, kam kürzlich bei Facebook rum, deswegen habe ich das mal hier mit eingebaut. Ihr seht hier diese drei Teletypes im amerikanischen. Dies ist ein Bild hier aus dem Rechenzentrum hier an der Universität Paderborn. Eine Mitarbeiterin des Rechenzentrums sitzt da rechts, die arbeitet auch heute noch im IMT. Ihr seht, das Ganze ist der Computer. Was man da hinten so sieht, was so aussieht wie so Tortenplatten, das sind Festplatten, Wechselplatten. Und die Dame sitzt an einer Art Schreibmaschine und hat auf genau die gleiche Art und Weise interagiert mit diesem Computer, wie wir das eben jetzt auch vorher gesehen haben. Das Wichtige, durch das Festzustellen, virtuelle Objekte und ich habe dadurch ein Interface nicht für den Computer, also nicht irgendwelche Lämpchen, die mir den Zustand des Computers anzeigen, sondern ich habe ein durch den Computer erst erzeugtes Interface. Das war vorher nicht nötig, das ist eine ganz neue Eigenschaft, die ich hier habe. Was ich eben schon gesehen habe, also ich habe das hier nochmal so als Diagramm dargestellt. Ich habe Texteingabe, Textausgabe und zwischendrin ist der Computer, der mit seinem internen Speicher da mir quasi diese Objekte generiert. Das Wichtige daran aber, die Objekte sind zwar da, aber ich kann sie nicht dauerhaft sehen. Ich muss also quasi, wenn ich eine Datei bearbeite und sage, die Datei umbenennen, dann muss ich als nächstes wieder fragen, und wie heißt die Datei jetzt? Also ich muss immer wieder so ein Hin und Her machen. Ich habe nicht kein dauerhaftes dargestelltes Objekt. Dauerhaft dargestellte Objekte gab es aber auch schon sehr früh, und zwar erstaunlicherweise früher als diese Timesharing-Ideen, und zwar im militärischen Bereich. Das sehen wir oben rechts. Das ist der Sage
Computer. Ich mache mal das Bild gleich größer. Den gab es schon seit den 50er Jahren, ein Prototyp für eine militärische Flugaufklärung. Und ihr seht, diese Herren, die dort sitzen, haben etwas in der Hand, was man Lightgun nannte. Da hat man sich wohl dem Militär ein bisschen angepasst und hat das Ding Lightgun genannt. Damit konnten die auf den Bildschirm zeigen, das sind so Radarbildschirme, so runde Dinger, und konnte da drauf zeigen und dann abdrücken und hat damit ein Objekt selektiert, was man da sah. Was angezeigt wurde, waren Flugbewegungen. Dieser Computer war so, dass alle bekannten Flugbewegungen dort eingegeben waren und der hat die rausgerechnet aus dem Radarbild. Und alle nicht bekannten Flugbewegungen wurden auf dem Radarbild angezeigt. Es ging also darum festzustellen, ob da ein sowjetischer Bomber unterwegs ist, ein Anflug auf die USA. Ist gar nicht lustig tatsächlich die Idee gewesen. Das Ding war hinterher relativ obsolet, weil mit Interkontinentalraketen kann dieses Gerät nichts anfangen. Dafür wäre es auch gar nicht schnell genug, diese Art der Interaktion. Aber die Interaktion selber ist natürlich sehr spannend, was man da hat, dass man jetzt auf einmal einen Computer hat, der dauerhaft ein Bild anzeigt mit Objekten, die ich selektieren kann und dann etwas damit machen kann. Das hat es aber nicht nur im militärischen Bereich gegeben, sondern auch im Bildungsbereich, im universitären Bereich hat es solche Prototypen gegeben, die interessanterweise aber mit dem anderen Projekt verquickt sind. Also das MIT, was hier wiederum mal die tragende Rolle spielt, hat an beiden Projekten mitgearbeitet. Von daher hat sich da sicherlich das eine ins andere hinein verschoben. Das ist das Sketchpad-System von 1963, eine Art frühes CAD-System. Ivan Sutherland's programs can draw straight lines and circles. Well, that's about what you do in the drafting equipment anyway, isn't it? It's a very good start. T-square. Right. In order to do this, we can position this bright spot in the middle of the cross that you notice at a desired location. And we press the button to command the computer to draw a line. It will draw a line from this position where I am now to any subsequent position of my light pin. This is much like a rubber band stuck in two pins. One is nailed on the screen here, and the other is at my light pin. Now, in an ordinary pencil and paper drawing, all we have is this particular picture. But the computer understands the geometry of the drawing here. What do I mean? I mean that if I point at this particular point and tell the computer to move that point by another push-button command, it will move not only that point, but all three lines that are attached to it. Well, now, I wonder if you'd expand a little more on this idea of a constraint. Just what do you mean? All right. I shouldn't be required to draw the exact shape to begin with, at the beginning. I really don't know what it is. But let's say I've decided eventually in this model that I want these to be horizontal and vertical, a box. I can apply a new constraint, a horizontal constraint here, and a vertical constraint here, and a horizontal here by pointing at the line and pressing a button. Well, no, nothing has happened yet because remember, I still must tickle that toggle over there to command the computer to satisfy these constraints. I see. It won't actually let those rubber bands relax then until you say so. Right. And I'll do that, and watch again. There we have a box. Now, what I can do, in addition to this, is call up copies of master pictures. Remember that picture we drew before? Mm-hmm. I think it looks something like that. What I've done is I regarded that first picture as a master. Mm-hmm. And I call up a copy of it, and I can manipulate it locally. I can reduce it, magnify it, I can rotate it, and let me place it right there. Mm-hmm. And I can do this several times. This is, of course, very instrumental for repetitive drawings, like circuit diagrams or bridge bays, where we have several repetitive structures. Oh, if you were drawing a circuit diagram, you might have little resistors or transistors or something already drawn and stored away, and you could call up as many of those as you wanted. Right. Now, imagine that when I was doing my design work, I made a mistake in my master. Well, in order to correct that mistake, it would go back, and let's say I don't really want this circuit or segment to be in here. I erase it. Now I had the problem of making these changes to all the occurrences of this copy in my working drawing. This is very tedious nowadays with pencil and paper. We have to remember where all the changes are. Now you notice, you remember the drawing, that we now have lost our
circular arcs. So if the manufacturer, for instance, of some electronic part changed the design somewhere one of these years, you could just automatically change all the drawings in which it appeared. Correct. Das klingt jetzt so für heutige Sachen, für heutige, ja, wer so mal mit CAD-Systemen gearbeitet hat, ist das jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Aber 1963 war das eine sehr, sehr besondere Sache, dass das so geht. Und es war auch völlig unüblich, dass es einen Computer gab, der erstmal überhaupt so eine grafische Ausgabe dieser Art hatte, die ganze Zeit nur für eine Person zur Verfügung stand und mit dem man dann sowas gemacht hat. Also eigentlich für die damalige Zeit auch Verschwendung von Rechenleistung. Gut, jetzt zeige ich euch das nicht nochmal. Gehen darüber hinweg. Was ist jetzt möglich? Wir hatten eben schon Responsivität, wir hatten virtuelle Objekte. Und jetzt kommen räumliche Objekte dazu. Also das Objekt, was ich bearbeiten kann, wird mir auch dauerhaft angezeigt an einer Stelle. Und an dieser Stelle kann ich es selektieren und kann das dann bearbeiten, auch räumlich. Also zum Beispiel kann ich es verschieben oder kann es auch an seiner Stelle löschen. Ich muss nicht irgendwo einen Befehl eingeben, der es löscht, sondern ich kann es an Ort und Stelle tun. Wenn wir das alles zusammennehmen, wir haben jetzt hier immer noch das Programm, aber wir haben Objekte, die für ihre eigene Darstellung sorgen und die ich räumlich bearbeiten kann. Wenn wir das jetzt mal zusammennehmen, können wir uns mal überlegen, dass wir damit Einschränkungen der analogen Einschreibtechniken überwunden haben. Habe ich ja letzte Woche von gesprochen, analoge Einschreibmedien zeichnen sich dadurch aus, dass ich den Inhalt nie bearbeiten kann. Ich kann etwas auf ein Stück Papier schreiben und wenn ich das in der Position ändern möchte, muss ich das Papier zerschneiden oder ich muss das Ganze nochmal von vorne schreiben. Dadurch, dass ich jetzt Objekte habe, die am Bildschirm dauerhaft dargestellt werden und die ich manipulieren kann an Ort und Stelle, ist diese Einschränkung auf einmal überwunden. Und das ist etwas eigentlich Revolutionäres, ganz Besonderes. Das konnte man vorher noch nie. Man konnte nie ein System haben, in dem man die Inhalte selber bearbeiten kann. Am Computer geht das. Eigentlich nicht. Aber es geht dadurch, dass wir einen Prozessor haben und eine geschickte Programmierung haben, die das Ding so schnell, diese Objekte so schnell am Bildschirm wieder neu zeichnet, dass wir das nicht bemerken. Und deswegen erscheint uns der Eindruck, wir könnten die Objekte selber am Bildschirm bearbeiten. Das ist die große neue Qualität des Computers in dieser Mediensicht. Fassen wir zusammen. Diese vier Kriterien haben wir gehabt, oder vier Potenziale. Kriterien sind das nicht, vier Potenziale. Responsivität, Schnelligkeit der Antwort, virtuelle Objekte, auf die ich mich beziehe, die ich per Name oder so ansprechen kann. Räumliche Objekte, also das Ansprechen findet an Ort und Stelle statt und ich sehe diese Objekte die ganze Zeit in ihrem Zustand. Und die direkte Manipulation dieser Objekte. Das heißt, ich gehe räumlich dahin und bearbeite das Objekt selber und gebe nicht irgendwo einen Befehl ein, der das Ganze manipuliert. Das sind die vier Kriterien und vier Potenziale, die ich euch vorgestellt habe. Und daraus resultieren kann dieses fünfte, nämlich eine responsive Manipulation. Was heißt das? Ich bewege etwas, ich manipuliere etwas und diese Manipulation selber ist der Gegenstand der Auswertung, der darauf folgenden Auswertung. Ganz einfache Art wäre das Programmieren. Ich nehme den Editor, um den Text zu verändern und dieser veränderte Text ist wiederum die Ausgangslage für das laufende Programm, für das dann Programm, was ich dann starte. Oder ihr nehmt in der Textverarbeitung die Rechtschreibkorrektur. Der Text, den ich ändere, der wird laufend ausgewertet und diese Auswertung wird mir wiederum angeboten. Das ist das fünfte daraus resultierende, das resultierende Potenzial. Gut, jetzt haben wir diese fünf Potenziale. Jetzt gucken wir mal, wo wir sie so alles wiederfinden und was das alles bedeutet. Und wir fangen an mit quasi der vielleicht bekanntesten Inkarnation, wenn man so möchte, dieser direkten Manipulation und der räumlichen Objekte, nämlich der Desktop-Metapher, von der ihr ja natürlich alle gehört habt, weil ihr ja sicherlich alle einen Computer besitzt, der einen Desktop irgendwie hat, wo der Begriff Desktop irgendwie vorkommt. Die ersten Computer, die das hatten, waren diese hier. Relativ früh auch Xerox Star 1981 und Apple Lisa 1983. Das waren Computer für Professionals. Da könnte man jetzt meinen, das ist für Computerprofis, aber Professionals meint genau das Gegenteil von Computerprofis, nämlich
die Leute, die sich in ihrem Beruf gut auskennen. Das heißt, die Leute, die sich um Computer nicht kümmern wollen. Für die wurden Computer gebaut. Bei der Firma Xerox, dieser Star hier links und rechts die Apple Lisa. Und ihr seht, ich habe das umgerechnet mit so einem Inflationsrechner in Preise von 2017. Das waren beides sehr teure Computer. Das waren keine Computer, die man sich hätte zu Hause hinstellen wollen. Es waren wahrscheinlich mit auch aus dem Grund beides ziemlich unerfolgreiche Computer, was ihren eigentlichen Markterfolg angeht. Nicht, was ihre Wirkung auf die nächsten Computergenerationen angeht. Und wir gucken uns jetzt an, wie die Desktops von diesen funktionierten. Das ist auch ein Video, aber zu dem erzähle ich selber, das hat keinen Ton. Das gibt es in einer längeren Fassung mit Ton von mir selber, aber ich wollte mich jetzt hier nicht selbst aus der Konserve abspielen, deswegen erzähle ich dazu was. Ihr seht hier ein Desktop, so wie man ihn am Xerox Star hatte. Der hat da oben so ein leeres Dokument. Beim Star gab es auf der Tastatur eine Copy-Taste und eine Move-Taste, Props-Taste seht ihr, aber die Copy-Taste ist jetzt wichtig. Dieses System hat das nicht, sondern stattdessen das Menü und da kann man dann eine Kopie davon erstellen. Das ist die Art und Weise, wie man mit Dokumenten arbeitet. Ich benenne das jetzt hier nochmal um und habe jetzt hier ein Dokument mit dem Namen Briefvorlage. Das öffne ich und kann da jetzt was reinschreiben. Das ist schneller gemacht, so schnell kann ich nicht tippen. So, jetzt habe ich eine Briefvorlage. Wenn ich jetzt einen Brief erzeugen will, mache ich von der Briefvorlage wieder eine Kopie. Das ist die Art und Weise, wie man da drin arbeitet. Man kann überhaupt nicht eine Textverarbeitung starten und mit dieser Textverarbeitung ein Briefschreiben abspeichern. Es gibt keine Programme in diesem Sinne, es gibt nur Dokumente verschiedener Art. So, jetzt habe ich diesen Brief geschrieben, jetzt möchte ich den ablegen. Ablegen kann ich ihn, indem ich hier auf so einen File-Drawer ziehe. Das waren File-Server, die irgendwo standen. Und in dem File-Drawer finde ich diesen Brief jetzt auch wieder. Da ist er. Den kann ich hier aber nicht öffnen, wenn ich das will. Wenn ich doppelklicke, steht oben, Icon could not be opened. Sondern öffnen kann ich nur Dokumente, die sich auf dem Schreibtisch befinden. Ich muss sie also erst auf den Schreibtisch legen. Das mache ich jetzt hier, habe ich jetzt mal per Drag and Drop gemacht. Das ging an dem ursprünglichen Star nicht, aber hier ging das. Da liegt der und dann kann ich diesen Brief hier wieder bearbeiten. Apple Lisa, auch ein System, was irgendwie durchaus so aussieht, wie heutige Systeme aussehen. Man findet sich irgendwie zurecht, aber es funktioniert ein bisschen anders. Wenn ich hier mal auf die Platte drauf gucke, finde ich hier Lisa Office und da sind tatsächlich auch Programme, die kann ich starten. Aber wenn ich das mache, dann sagt mir das nur, dass ich es falsch gemacht habe. Ich hätte es nicht starten sollen, sondern ich hätte stattdessen ein Stück Papier abreißen sollen, so wie es da heißt. Das mache ich jetzt mal, schließen wir das Programm wieder. Oben rechts wieder liegt so ein Papier, ein Paper, Lisa Bright Paper. Und wenn ich da einen Doppelklick mache, wird automatisch ein Blatt abgerissen. Da liegt es dann. So. Das nenne ich jetzt auch mal wieder irgendwie und schreibe da was rein. Man kann das jetzt öffnen. So, jetzt schreibe ich da was rein. So, und wenn ich jetzt in dieses File-Print-Menü reingucke, dann stelle ich da fest, dass es da zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Entweder kann ich sagen Set Aside oder Save and Put Away. Und das ist ein ganz interessanter Unterschied. Set Aside bedeutet zur Seite legen. Ich lege es auf den Schreibtisch. Save and Put Away mache ich als nächstes. Bedeutet, ja, weglegen. Ne? Das heißt, es wird jetzt gespeichert, wird auf den Schreibtisch einmal kurz gelegt und jetzt seht ihr, dass das Icon hier runter wandert. Das ist jetzt ein bisschen langsamer dargestellt. Es wandert jetzt hier auf die Festplatte. Und wenn ich da jetzt gucke, dann tatsächlich befindet sich das Dokument da unten auf der Festplatte. Wenn ich das jetzt wieder öffne und sage, jetzt set aside, dann landet es wieder auf dem Schreibtisch. Ist aber auch noch auf der Festplatte zu sehen, nämlich als so ein grauer Bereich. Das heißt, ich habe dann quasi zwei Orte für das gleiche Objekt. Also alles, was ich gerade bearbeite, liegt üblicherweise auf dem Schreibtisch. So, solche Vorlagen wie da rechts zum Abreißen kann ich auch komplexer machen. Hier waren Ordner, da waren noch drei Dokumente drin und daraus kann ich auch eine Vorlage machen. Ich sage hier Make Stationery Pad, Abreißblock auf Deutsch, Formularblock. Und jetzt kann ich dann von diesem Formularblock per Doppelklick wird dann automatisch eine Kopie erzeugt, in der dann auch wieder alle diese drei Dokumente drin sind. Da sind die und es ist da auch, die haben auch Inhalt.
Was soll das Ganze? Warum ist das interessant? Die Desktop-Metapher hat sich seitdem sehr weiterentwickelt und sie hat sich eigentlich entwickelt. Also diese Desktops waren von ihrer Idee der Arbeitsorganisation. Ich habe hier den Bereich der Objekte, mit denen ich gerade arbeite, und an der anderen Seite die Ablage, wo ich die Dokumente hinterher einsortiere, waren die eigentlich mal viel weiter. Dieses Konzept ist verloren gegangen. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das verloren gegangen? Und das hat mit der technischen Einschränkung der Geräte zu tun, beziehungsweise der technischen Nicht-Einschränkung dieser teuren Geräte. Das waren nämlich Geräte, die waren für die damalige Zeit toll ausgestattet. So ein Star hatte bis zu 1,5 Megabyte RAM und eine 10 bis 40 Megabyte Festplatte. Und eine Apple Lisa hatte eine 10 Megabyte Festplatte üblicherweise und auch 1 Megabyte RAM. Das war für die damalige Zeit sehr, sehr viel. Deswegen waren die Geräte auch unter anderem so teuer. Der dann nicht teure, verhältnismäßig nicht so teure Apple Macintosh, hier in der Mitte, viel kleineres Gerät, hatte dieses alles nicht mehr. Der hatte keine Festplatte, der hatte nur Disketten von maximal 400 Kilobyte Größe. Und der hatte auch nicht mehr 1 Megabyte Arbeitsspeicher, sondern 128 Kilobyte Arbeitsspeicher. So, und jetzt kann man sich mal überlegen, welchen Einfluss so eine Einschränkung darauf hat, ob so eine Art von Desktop eigentlich möglich ist. Da kommen wir gleich wieder drauf zurück, ob das möglich ist oder nicht. Wir gucken uns jetzt die Entwicklung dorthin zum Macintosh und zu diesen Geräten erstmal von vorne an, also ein bisschen mehr von vorne. Das ging nämlich los mit so einem Gerät. Das ist ein Gerät, ein Altair 8800 oder 8800, wird gerne als einer der ersten PCs bezeichnet. Diese Einordnungen sind alle sehr mit Fragezeichen zu versehen, denn also mit dem aktuellen PC hat es eigentlich nicht viel zu tun und von dieser Art war es auch nicht das erste Gerät. Aber es war eines der Geräte, die einen sehr großen Einfluss hatten. Das wurde nämlich als Bausatz verkauft und beschrieben in dieser Zeitschrift Popular Electronics, und die haben viele Leute gelesen, unter anderem solche Leute wie Steve Jobs und Steve Wozniak oder Bill Gates, also Leute, die dann hinterher Computerfirmen gegründet haben, die darauf so fußen. Deswegen ist der Einfluss so groß. Warum war das Teil so faszinierend? Man konnte sich einen Computer selber bauen, also als Bausatz bestellen, im Jahre 1975, der ungefähr die Leistung hatte, die vor ein paar Jahren noch Großrechner hatten. Ich habe oben mal so ein paar Vergleiche hingeschrieben. Also ich hatte hier 256 Byte Arbeitsspeicher. Gut, das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber man konnte den aufstärken bis 64 Kilobyte und hatte 290.000 Instruktionen pro Sekunde. Und darunter nehmen wir mal einen Großrechner von 1964, also gut 10 Jahre davor. Der war langsamer von der Anzahl der Instruktionen her und hatte auch so viel Arbeitsspeicher. Jetzt konnte ich sowas mir zu Hause hinstellen. Faszinierend. Es lag natürlich daran, dass der Mikroprozessor erfunden wurde. Da drin war ein Mikroprozessor von Intel, der Intel 8080. Das ist der zweite Mikroprozessor dieser Art. Der vorherige war ein 4-Bit-Mikroprozessor, also ein bisschen wenig nutzbarer Prozessor. Dann hier ein 8-Bit-Mikroprozessor. Ich zeige euch jetzt ein zusammengeschnittenes Video. Wenn euch das interessiert, der Rechner ist faszinierend, finde ich. Guckt euch mal diesen Kanal da unten an, den ich da hingeschrieben habe auf YouTube. Von dem habe ich das jetzt zusammengeschnitten. Da könntet ihr über 2 Stunden euch Videos angucken, darum, wie man damit arbeitet. Was ihr jetzt sehen ist, wir sehen im Prinzip die komplette Entwicklung der Computergeschichte hier nochmal. Also wir haben eine Eingabe direkt über diese Schalter vorne, wie bei den allerersten Computern. Wir kriegen Eingaben per Lochstreifen Lochkarten, ja, ungefähr das Gleiche. Wir kriegen Eingaben per Teletype, per Fernschreiber. Wir haben Eingaben per Bandlaufwerk oder Kassettenlaufwerk. Wir sehen also diese ganze Entwicklung nochmal. So the first 2 bytes starting at location 0 are octal 41 and 0. So put in a 41 and deposit that into location 0. And then a 0 goes into the next location. Next 2 bytes are 0 and 26. 26. Next 2 bytes, 200 and a 1. 200 and 1. Next 2 bytes, 16 and 0. 16, 0. Next 2 bytes, 32, 32. So we can run it.
All right, so that's the kill the bit program running. The bit we want to kill is that light going round and round on those first 8 bits. These lower lights are actually the program running. Those are the address of the executable code. The object of this game is to try to flick one of these switches quickly as the light goes by. If you can do that, you'll kill the bit. So let's try it. I'm right-handed, so this is going to be hard. Okay, I missed, so it actually gave me more bits to kill now. And I got rid of one of them. There, got them all. Turn on the teletype. And I'm going to hit run. It takes about 7 to 8 minutes to load all the basics. When it's done loading, we hope to see basics sign on. All right, that's it. Ah, nice when that noise finally stops. All right, we're up and running. Alright, print 2 plus 2, let's see, the answer there is 4. I do have another short paper tape that we can load that'll load the primes program, so let's go ahead and put that in. Now, as far as basis is concerned, this is literally just typing in the program as it reads from paper tape. So BASIC doesn't know that wasn't just typed in. So as far as it knows, you just typed it in. And now you can run the program. This is computing prime numbers. Eventually the program gets slower than the teletype and it has to think in between here. You see, I've got the headphone plug unplugged so I can listen to the tape. And I'm going to listen for idle tone. All right, there it is. I'm gonna pause the tape. Excuse my head, I'm gonna plug the cable into the headphone jack. I'm gonna go ahead and set the volume to about middle. All right, and the release pause to let the tape go, and then hit run. All right, so let's get this going. We're already running. I'm gonna let the tape run. There's our idle tone. That's just a marking state of ones, and we're in the leader detector. Looks like I gave us plenty. All right. There's a leader bias, you hear it? Same pattern. In the bootstrap loader. There's the checksum code, see how it's not steady anymore? You saw the light pattern change. That was when BASIC actually kicked up and started running. Alright, now the very next thing I have on this tape is a fun program called Chase, which is frankly one of my most favorite BASIC programs. I'm going to show you how to load that. You can say CLOAD. And then in quotes, put the name of the program, Chase. Now, the name of the program, it really only uses the first character. And you had to have saved it with the right character as well. And it basically just validates that that's truly the name of the program coming in. All right, I'm going to hit return. All right, there's the end. And if we look over here, we see that it says, okay, it's done. I'll just show you the program real quick. So the idea of this program is a small maze. And all the X's are walls or obstacles that if you run into them, you get electrocuted. You are the asterisk. And then all these pluses are robots coming to get you. And then using the numeric keypad, you move left, right, up, down, or diagonal. And all these guys come and close in on you. So I'm going to hit 5, which is going to leave me right where I was. And you'll notice that everybody else moved. Now, when a bad guy runs into one of these, he disappears. It's just kind of a fun game. Surprisingly enjoyable for the really boring basic games of the old days. I'd recommend it. Go ahead and power up the drive. This is Altair Disk BASIC. We'll go ahead and insert that. And then over here on the computer,
We'll examine FF00. That is the disk bootloader address. We'll set the first four bits to a 1 to tell the BASIC that it's running from a 2SIO port, and let it run. It's loading about 6 tracks. It's done already. That procedure's pretty quick. 2 and 2 files. All right, before we mount the disk, you can't do anything with the disk, so you have to issue the mount call. And now we can take a look at the directory with the files command. This is one of those that's kind of odd. Listen to this. You'll hear the head load and unload multiple times during this directory command. All right, and we can load a program. This is Lunar Lander. And now you look, you can see that's all in memory. The product actually works amazingly well. It supposedly could handle up to 8 simultaneous users, which was more than pushing it, but for 2 to 4 users, especially if you were doing interactive type work, for example, drilling students with math drills or something like that, it could easily keep up with those terminals. Because it's multi-user, time-sharing BASIC had to take advantage of the interrupt capability built into the Altair so that every user would be serviced in a timely manner. Now it asks for how many users. We're going to run 2 users. And to identify a user, it's identified by the IO address of the serial port for that user. So the first user was at address, IO address 16. And it's asking how much memory do you want to give them? We've got 38K, so let's give them 18K of memory. Now it's asking for the second user. He was at IO address 18, and we'll give him 18K as well. And as soon as I hit return here, then BASIC will come up on all the user's terminals. And you can see now that all users are getting the standard boot saying that Altair Timesharing BASIC version 1.1 is up and running. All right, again, before you can do anything, you have to mount the disk. So we'll say mount 0. And so now it's mounting that disk. So over here, we can do files to see what's on that disk. It says waiting. That's because this is in the process of mounting still. Okay, the mount completed. And you can see now we've got the list of files. We have 4 files. Prime Number, Craps, Galaxy, and Star Trek. So either user could load a program. We can load the Primes program over here. And I could load, say, Star Trek over here. You can list this program. And you can see this is continuing to work while this is loading. This is a short little program. Now the Primes Number program, completely CPU bound here, so it's not prompting for your user input, not going to the disk drive, so this is completely CPU bound. But look over here on our other terminal, and you can see even though this is 100% utilization of the CPU while he's running, we're still able to list programs and do other things over here on the other terminal. So it works pretty well. Now you'll notice that if I cut this program off, that the listing speeds up substantially. That's because this is a very CPU intensive program. Das, was ihr da gesehen habt, hätte ich eigentlich vorher sagen wollen oder sollen. Ist BASIC, die Programmiersprache, von der ich vorhin gesprochen habe. Diese Programmiersprache wird auf den Altair übertragen von einer Firma namens Microsoft mit Bindestrich. Das ist aber die gleiche Firma Microsoft wie die, die ihr heute auch kennt. Mich Bill Gates und Paul Allen haben dieses BASIC zusammengeschrieben und auf den Altair übertragen. Ein sehr gute Programmierung. Sie haben es echt hingekriegt, die wirklich klein zu kriegen. Wenn da gesagt wird 4K BASIC, heißt das, dass das auf einem Rechner funktioniert, der 4 Kilobyte Arbeitsspeicher hat. Und das muss man erstmal hinbekommen. Ne? Also so ein BASIC, so eine Programmiersprache so klein zu bekommen. Das war so gesehen das erste Betriebssystem für diesen Altair. Es kamen hinterher andere dazu. Altair DOS kam sehr spät und war ziemlich schlecht. Und ein anderes Betriebssystem, was damals sehr große Verbreitung fand, auch in den Jahren danach, mit dem Namen CPM von einer Firma Digital Research. Das hat sich Microsoft hinterher zur Vorlage genommen für das Microsoft DOS. Man kann fast sagen, DOS ist eine Kopie von CPM, zumindest was das ganze User Interface angeht. So, dieser Computer so quasi als Startschuss für viele Ideen, die andere Leute dann hatten, unter anderem, wie gesagt, Microsoft und die Firma Apple. Und das war 1975. 1977 dann kamen 3 Computer auf den Markt. Die werden auch als die großen 3
bezeichnet, das sind diese drei hier, der Commodore PET, Apple II und der TRS-80. Alle drei hatten schwarz-weiße Monitore, alle bedienten sich über diese Glas-Teletype-Metapher, also nur Text, der ausgegeben wird, aber ich habe einen Cursor, also ich kann in der Zeile hin und her springen oder auch mal eine Zeile nach oben und nach unten springen. Alle haben BASIC als Betriebssystem eingebaut und zwar erstaunlicherweise, also der Commodore PET, ein Betriebssystem von Microsoft, der Apple II, erst eins von Apple selbst, aber dann nach ganz kurzer Zeit eines von Microsoft. Und TRS-80, glaube ich, hatte ein eigenes BASIC, aber die Microsoft-BASIC-Dialekte waren unwahrscheinlich verbreitet, auch in dem, was hinterher kommt. Zunächst kamen sie alle mit einer Schnittstelle für Kassetten. Also man sieht ja hier bei dem TRS-80, dieser Kassettenrekorder, der daneben steht, der Commodore PET da oben hat sogar einen Kassettenrekorder direkt ins Gehäuse eingebaut. Das ist übrigens alles am Stück bei dem PET. Das kann man natürlich auseinandernehmen, aber es gehört zusammen, es ist ein Gerät. 4 Kilobyte bis 16 Kilobyte RAM waren so üblich, konnte man auch noch weiter aufstocken, vor allen Dingen beim Apple II. Zielgruppe kleine Unternehmen, Schule, Privatleute. Also da kamen wir allmählich wirklich in den Personal-Computer-Bereich. Hinterher wurden dann Diskettenlaufwerke eingeführt. Die gab es am Anfang noch gar nicht für so kleine Computer. Für den PET sahen die ganz besonders interessant aus. Das ist keine Verzerrung, die waren tatsächlich so groß. Also das Diskettenlaufwerk eigentlich fast größer als der Computer selber. Das hatte technische Gründe, die da hatten. Vor allem sind es ja immer gleich zwei Diskettenlaufwerke von Apple, die waren etwas kleiner. Beim TRS-80 waren sie etwa ähnlich groß. Diskettenlaufwerke hatten dann natürlich dann den großen Vorteil, dass es nicht mehr so lange dauert, dieses Laden von diesen Kassetten. Das dauert natürlich ewig und auch ziemlich fehlerträchtig. So, interessant ist, der PET war der erste dieser Computer, der rausgekommen ist. Der TRS-80 war der damals erfolgreichste dieser Computer, wurde übrigens auch Trash 80 genannt durch diese Abkürzung, was auch wohl teilweise für die Verarbeitungsqualität gestanden haben soll. So ganz besonders glorreich war das wohl teilweise nicht. Aber der Apple II ist der Rechner, der sich irgendwie im kollektiven Gedächtnis gehalten hat. Das liegt an zwei Marketingentscheidungen von Apple. Einmal, dass sie sehr hingegangen sind und sehr sich in den Bildungsmarkt gesetzt haben und solche Werbung geschaltet haben, nach dem Motto, wie, Sie haben für Ihr Kind noch keinen Apple II gekauft, wie soll das denn in der Zukunft zurechtkommen? Das hat wohl relativ gut funktioniert oder auch wirklich in die Schulen hineingegangen sind, dass viele Schulen diese Rechner angeschafft haben. Und das andere ist, wenn man so will, das bekannte Realitätsverzerrungsfeld von Apple, das gab es auch damals schon. Das heißt, sie haben also sehr intensiv behauptet, sie hätten das Personal Computing erfunden und deswegen ist das mit so hängen geblieben. Es gibt viele Geschichtsaufstellungen, die da tatsächlich von ausgehen, die anderen Computer einfach so unter den Tisch fallen lassen. Eine interessante Software, die für den Apple II geschrieben wurde, ist das Programm VisiCalc und deswegen wurden diese Computer auf einmal auch im Büro beliebt. Das Programm VisiCalc machte dieses hier. Ja, also ihr seht, was das ist, eine Tabellenkalkulation. Und diese Tabellenkalkulation funktioniert so ziemlich genauso, wie heutige Tabellenkalkulationen funktionieren. Selbst die Art der Nummerierung der Zeilen und Spalten ist ja genauso. Das User Interface ist sehr eigenartig, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen, weil man immer nicht sieht, was man macht. Also es wird nirgends angeboten, welche Optionen man so hat. Aber ihr seht, ich konnte also diese einfache Berechnung damit machen. Ich mache es etwas ungeschickt, was ich hier mache, was ich da ausrechne, aber es funktioniert zumindest. Das war einer der Gründe, warum dieser Apple II auch in Unternehmen Einzug erhielt. Im Heimbereich wurden andere Computer verbreitet, und zwar etwas später, das waren solche hier. Da haben wir unten den C64, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wird auch gerne als Brotkasten bezeichnet, zumindest diese Bauform, ja, weil es halt so wirklich so aussieht, ne? dieses runde Kasten da. Der wurde ausgeliefert mit einem Kassettengerät, einer Datasette hat man das genannt, und später auch mit Diskettenlaufwerken. Diskettenlaufwerke waren eigentlich sehr verbreitet. Oben ist ein Rechner von Atari, der ist sehr, sehr vergleichbar mit diesem C64. Und unten rechts ein ZX81 von der Firma Sinclair aus England. Der Rechner ist sehr klein.
Der ist so groß, irgendwie zwischen DIN A5 und DIN A4, würde ich so sagen. Ne? Gero hat einen, also vielleicht bringen wir ihn bei Zeiten mal mit, dann zeigen wir euch den mal vor. Der hatte gesagt und schreibe 1 Kilobyte Arbeitsspeicher. Die anderen Geräte hatten mehr. Man kann sich mal Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet, 1 Kilobyte Arbeitsspeicher zu haben. Das ist nicht viel. Man muss ja bedenken, der ganze Text, der auf dem Bildschirm steht, muss ja auch in diesem 1 Kilobyte Arbeitsspeicher schon drin sein. Und das Listing des Programms muss auch in diesem 1 Kilobyte Arbeitsspeicher drin sein. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie viele Variablen ihr wohl noch anlegen könnt in diesem Programm. Da gab es dann hinterher 1000 Tricks, wie man irgendwie einzelne Bytes spart. Also in der Bedienungsanleitung steht dann so, wie kann man irgendwie 5 Byte sparen. Das klingt heute lächerlich, aber es war damals notwendig. Was waren das sonst so für Geräte? Man hat sie an den heimischen Fernseher angeschlossen. Das war eigentlich die übliche Variante. Es gab auch Monitore für einige, aber der heimische Fernseher war üblich. BASIC war eingebaut. Bei dem C64 von Commodore, wieder von Microsoft, das BASIC. Atari hatte ein eigenes BASIC, aber man konnte das von Microsoft als Zusatz-Cartridge, was man oben so reinstecken konnte, kaufen, war durchaus beliebt. ZX81 hat auch ein eigenes BASIC gehabt. Bedienung Glasterminal, also wieder Text-Einausgabe. Die waren aber grafik- und soundfähig, zumindest der C64 und dieser Atari, was sie natürlich zu guten Spielegeräten machten. Und dafür wurden sie auch im großen Stile verkauft. Speichermedium, gesagt, Kassette, Diskette, Cartridge, also ein ROM-Modul, was man einfach so direkt reingesteckt hat, in der Regel für Spiele benutzt. Und so ein grafisches User-Interface gab es ursprünglich zumindest nicht. Für den C64 wurde hinterher tatsächlich eines entwickelt, was aber auch keine wahnsinnig große Verbreitung gefunden hat. Ich zeige euch hier mal, wie man sowas programmiert hat. Also man hat den Rechner angemacht und war sofort im BASIC. Also nicht irgendwie lange booten oder so, das war nicht. Man machte den Rechner an und kriegte diesen Bildschirm und konnte sofort anfangen, irgendwas zu machen, zum Beispiel rechnen. Und das funktioniert auch. Man kann dann programmieren in dieser Programmiersprache BASIC, und das mache ich jetzt hier mal in so einem sehr simplen Beispiel. Print Hallo und mach Run, dann wird Hallo ausgegeben. List gibt mir das Listing wieder aus und ich kann diese Zeile 10 jetzt überschreiben, indem ich was anderes eintippe für diese Zeile 10. So, was ich jetzt mal mache, ist ein kleines Zahlenratespiel programmieren. Das erste, da mache ich eine Zufallszahl und speichere sie in einer Variable z, eine Integer-Variable. Dafür steht das Prozent für Integer-Variable. Und gebe das mal aus und das testen wir jetzt und das funktioniert, wie ihr seht. Ich kriege jetzt immer Zahlen zwischen 1 und 99 in diese Variable. Da ist das Programm und jetzt schreibe ich ein bisschen weiter. Print mache ich eine Ausgabe, rate eine Zahl zwischen 1 und 99. In Zeile 40 frage ich die Zahl ab. So, und jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Entweder ist diese geratene Zahl zu klein, dann r kleiner z, dann mache ich in Zeile 100 weiter. Oder sie ist größer, dann mache ich in Zeile 200 weiter. Und jetzt haben wir noch den dritten Fall, das ist weder das eine ist noch das andere ist eingetreten, wir haben offensichtlich richtig geraten, wir geben Glückwunsch aus und beenden das Programm an dieser Stelle. Das ist wichtig, dass wir das hier auch hinschreiben. Sonst haben wir damit ein Problem. Und jetzt geht es, Zeile 100 müssen wir noch definieren. Was passiert, wenn es zu klein war? Wir sagen, dass es zu klein war. Und machen in Zeile 40 weiter. Da ist die Eingabe gewesen. Das ist das, was man Spaghetti-Code nennt, diese Art zu programmieren. Immer so mit den Sprüngen da hin und her da drin. Es ging aber nicht anders in BASIC. Da musste man so programmieren. So, und jetzt probieren wir das Programm aus. Und rate eine Zahl, ja, da oben steht die Zahl, 57. Woran liegt das? Ich habe in Zeile 20 die Ausgabe vergessen rauszumachen. Das kann man machen, indem man einfach die Zeile 20 durch nichts überschreibt. Dann ist die raus. Wie ihr seht, ist sie nicht mehr da. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich füge so einen kleinen Zähler hinzu. Der zählt, wie viele Versuche ich gebraucht habe. In Zeile 20 setze ich den auf 0. In Zeile 45, nach der Eingabe, rechne ich den 1 hoch. Und dann mache ich noch eine Ausgabe, wenn es geklappt hat, wie viele Versuche habe ich gebraucht. So, okay. Und dann lassen wir das Programm mal laufen. Ah, noch ein Listing. Lassen wir das Programm laufen. Hallo, ja. So, geben wir es ein. Syntax-Error in Zeile 45. Was habe ich gemacht in Zeile 45? Ich habe mich vertan mit der Programmiersprache. Man muss das so schreiben. So, jetzt nochmal.
Und jetzt funktioniert es. Funktioniert es auch. So, was kann ich jetzt machen mit meinem schönen Programm? Ich kann es abspeichern auf der Diskette mit dem Programmnamen Raten, 0,8 heißt auf die Diskette. Es wird gespeichert. Jetzt kann ich mit New sagen, löschen, also wieder ein neues Programm anfangen und kann es wieder laden, das funktioniert. Und genauso kann ich natürlich auch andere Programme laden, die ich schon auf Disketten hatte. Das Beispiel nehme ich jetzt hier als nächstes Mal, also hier ist das Programm wieder, ein Tetris, was jemand programmiert hat. Hat jemand tatsächlich im Jahr 2012 ein Tetris für dieses Basic geschrieben. Ja, ihr seht, das ist etwas länglich. Und es funktioniert sogar, 2014 sogar. Eigentlich hat man Spiele nicht in Basic geschrieben, weil Basic viel zu langsam ist für Spiele. Da hat man in Programmcode, also in Maschinensprache, in Programmcode, in Maschinensprache hat man dann programmiert. Ja, mache euch das Spiel Tetris jetzt nicht vor. Wofür, wie gesagt, dieser C64 bekannt war, waren Spiele, und ich will euch einmal nicht vorenthalten, wie sowas aussah und wie sich sowas anhörte. Ihr habt einen Eindruck gewonnen, wie das ist. Ein sehr charakteristischer Klang, den das Ganze gemacht hat. Klang und auch Bild. Es gibt übrigens immer noch Leute, die Spiele programmieren für diesen C64, auch heute noch. Also von Ende 2017 gibt es einen sehr interessanten, so eine Plattform-Game, also so wie die Super Mario oder dies war Gianna Sisters, die da neue Konzepte drin ausprobieren für diesen alten C64. Eine sehr große Fangemeinde gibt es da. So, jetzt müssen wir da mal drüber gehen, ohne dass wir wieder so einen Krach machen. So. Nach dem C64 oder... Was heißt, kann man eigentlich nicht sagen, nach dem C64? Ziehen sich ja vor, ist ja zeitlich davor. Aber jedenfalls kam die, jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen durch diese, muss ich mich mal einmal sortieren. Also, die Entwicklung des Ganzen ging weiter Richtung IBM und IBM-kompatiblen Computer, die wir ja auch heute noch kennen, die haben wir im Prinzip alle hier, selbst so ein Macintosh ist ja heute ein IBM-kompatibler Computer, mit diesem Gerät 1981, was so eine Reaktion mit war von IBM, also auf den Apple II und diese Computer, die durchaus einigen Erfolg hatten. Und IBM verkaufte auch relativ kleine Computer zwar, aber sehr teure. Und gerieten dadurch so ein bisschen ins Hintertreffen und wollten mit diesem Gerät wieder aufholen, was sie auch natürlich geschafft haben. Was ist das für ein Rechner? Eine 16-Bit-CPU, 64 Kilobyte RAM. 64 Kilobyte RAM war so üblich, das kannten wir schon, das hatten wir ja gerade schon.
Disketten gab es mit entweder 160 Kilobyte oder 360 Kilobyte Speicher, üblicherweise zwei davon. Man konnte es auch mit einem kaufen, sogar auch mit keinem, aber zwei Diskettenlaufe war eigentlich die übliche Ausstattungsvariante. Ein Betriebssystem von Microsoft, MS-DOS, was, wie ich schon mal sagte, abgekupfert war von dem Betriebssystem CPM in der Art, wie es sich bediente. Das ist, Betriebssystem ist diskettenbasiert, also genau darauf ausgelegt, mit Disketten umzugehen. Die erste Version hatte keine Verzeichnisse. Da kann man sagen, das ist auch nicht so schlimm. Wenn wir 160 Kilobyte auf eine Diskette speichern können, dann brauchen wir nicht noch etliche Verzeichnisse anzulegen. Das kann schön alles auf einem Ding, auf einer Ebene bleiben. Spätestens dann, wenn wir größere Disketten haben oder hinterher Festplatten haben, brauchen wir das aber. Und dann wird das natürlich auch nachgeliefert. Was war das Tolle an diesem Rechner? Nichts. Die anderen Rechner hatten mehr Software, die waren mit Spielen besser ausgestattet. Eigentlich hatte man keinen Vorteil davon. Der größte Vorteil ist, es ist ein IBM-Rechner. Das ist für Firmen gerade besonders wichtig gewesen, dass es ein IBM-Rechner ist, weil man mit IBM schon große Erfahrungen gemacht hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und die haben sich auch wirklich gut um diese Rechner gekümmert, das muss man sagen. Und dass die ganze Architektur offen ist. Das heißt, es fingen sehr schnell andere Firmen an, diese Computer nachzubauen und die dann viel billiger zu verkaufen, als IBM sie verkauft hat. Und auf diesen billigen Rechnern lief dann auch das DOS von Microsoft. Das hatte Microsoft ganz geschickt eingefädelt, dass sie das hingekriegt haben, dass sie das IBM das zwar nutzen durfte und hat das dann IBM-DOS genannt, aber sie durften das auch noch an andere weiterverkaufen. Und damit haben sie natürlich einen Joker gehabt. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie dieses DOS aussah, für diejenigen, die das noch nie gesehen haben. Und vor allen Dingen, wo man eigentlich Eigenschaften dieses DOS heute noch bei Windows 10 sieht. Nämlich die, dass das eigentlich ein Betriebssystem für Disketten ist, beziehungsweise wo man verschiedene Disketten gleichzeitig verwaltet. Das sieht man jetzt gleich ziemlich gut. So, zeigen wir erstmal eines dieser ersten DOSe, DOS 2 hier in diesem Falle. Im Directory kann man machen. Jetzt kann ich da Basic drin starten. Sehe man, vorletzte ist Basic. Das ist wieder ein Basic von Microsoft. Wer hätte es gedacht? Obwohl IBM dran stand. Also das Microsoft Basic wurde unter 1000 Namen verkauft. So, was ich jetzt versuche, ist von Laufwerk B das Programm WordStar laufen zu lassen, also auf zweitem Laufwerk. Aber ich kriege die Fehlermeldung, not enough memory. Deswegen nehme ich einen anderen Rechner, etwas besser ausgestatteten, sind alles simulierte Rechner, und zeige euch Word 4. Also Microsoft Word in einer Nicht-Windows-Variante, was es tatsächlich gab. Und auch mit der kann man ganz gut arbeiten. Also würde auch heute noch funktionieren. Was ich jetzt mache ist, ich versuche, also das mache ich, die Überschrift mache ich zentriert und dann mache ich noch so ein paar Formatierungen. Fetch-Markierungen gehen sogar darzustellen, weil man diese Textzeichen in zwei verschiedenen Helligkeiten darstellen kann. Dadurch kann man das relativ gut simulieren. Blöderweise habe ich nur einen Buchstaben markiert, aber der ist jetzt gleich fett, wie ihr seht. Ich versuche das jetzt mit heute nochmal und mache das kursiv. Und kursiv kann man nicht darstellen, das sieht man gleich, weil diese Zeichen waren fest eingebaut. Die ließen sich nicht anders darstellen. Ja, dann konnten sie nur farbig machen. So. Jetzt beenden wir das. Wenn wir das Programm beenden, sind wir wieder auf diesem DOS-Prompt in der Eingabezeile. Ja, was wollte ich euch noch zeigen? Wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt zwei Diskettenlaufwerke und erzeuge mal auf dem ersten eine Datei, einfach nur eine Textdatei, die ich jetzt kopieren will. Die ist jetzt auf dem Laufwerk A, kann ich sie ausgeben, test.txt liegt dort im Hauptverzeichnis. So, auf Laufwerk B habe ich zwei Ordner und wechsle da mal in den Ordner neu. Wenn ich jetzt die Datei von Laufwerk A nach Laufwerk B kopieren will, kann ich das einfach machen, indem ich sage copy test.txt B Doppelpunkt. Ich kopiere sie dahin, wo ich auf Laufwerk B gerade bin. Also ich habe quasi für jedes Laufwerk einen so einen Zeiger. Wenn ich jetzt auf Laufwerk B gucke, bin ich wieder im Laufwerk neu und sehe da die Datei test.txt. Ich kann auf dem Laufwerk, wenn ich auf Laufwerk A bin, auf Laufwerk B das Verzeichnis wechseln. Auf diese Art und Weise.
Dann bin ich jetzt auf Laufwerk B auch im Hauptverzeichnis und kann wieder kopieren. So, da habe ich jetzt eine andere Datei dahin kopiert. Wenn man das bei Windows 10 mal versucht, geht das immer noch mit der Eingabeaufforderung. Ich habe auf Laufwerk A, ich kopiere jetzt mal die Datei, ich versuche nochmal die Test.txt zu erzeugen, das geht aber nicht, deswegen nehme ich Trick 17, um eine Textdatei zu kreieren. So, jetzt haben wir eine Textdatei gebaut, da ist sie, und die will ich jetzt auf den Desktop kopieren. Auf Laufwerk C bin ich in einem bestimmten Verzeichnis und wechsle jetzt in das Verzeichnis Desktop und kopiere von A nach C, da wo der Zeiger auf Laufwerk C ist, auf den Desktop, und da erscheint sie. Das heißt, wir verwenden da eine Kommandozeile, die eigentlich immer noch optimiert ist für Diskettenoperationen. Ein bisschen eigenartig, aber es hat sich bis heute so gehalten. So, die Zeit ist weit fortgeschritten. Ich zeige euch trotzdem die weiteren Computer, die dann natürlich kamen, die mit dem WIMP-Paradigma, Windows Icons Menus Pointer, also die mit Maus zu bedienen sind. Das sind wieder drei, es gab wieder so eine Dreifaltigkeit. Oben der Apple Macintosh, Atari ST hier unten, Amiga hier unten links. Die hatten alle Diskettenlaufwerke, das war da verbreitet, alle dieses WIMP-Paradigma, ein eingebautes Betriebssystem, bis auf der Amiga, aber auf jeden Fall der Atari hat ein eingebautes Betriebssystem, das heißt, wenn ich den einschalte, bin ich sofort im Betriebssystem. Macintosh muss ich eine Diskette einlegen zum Booten. Disketten 360 Kilobyte oder 720 Kilobyte, also schon ein ganzes Stück größer. Und alle bis auf der Amiga sind Single-Tasking-Betriebssysteme, was auch daran liegt, dass ich so wenig Arbeitsspeicher habe. Der original Macintosh hatte nur 128 Kilobyte Arbeitsspeicher. So, jetzt kommen wir auf die Frage zurück, was bewirkt das, wenn ich nur 128 Kilobyte Arbeitsspeicher habe? Was muss ich machen? Ich muss, wenn ich den Rechner starten will, eine Betriebssystemdiskette einlegen und starten. Dann nehme ich die Betriebssystemdiskette raus und lege eine Programmdiskette ein. Ich habe nur ein Laufwerk. Ich starte das Programm, ich nehme die Programmdiskette raus und lege die Datendiskette ein. Ich lade die Datei, ich wechsle die Diskette, weil ich eine andere Datei irgendwie einfügen muss und anfügen muss. Ich lege die erste Diskette wieder ein, die Datendiskette, und speichere ab, warte, bis das Programm wieder reagiert, weil das Speichern dauert lange, und nimmt den Rechner vollständig ein. Jetzt, wenn man sich das mal überlegt, was bedeutet das, wenn ich das so mache? Ich kann gar nicht so eine Art von Desktop haben wie bei der Apple Lisa, weil ich habe ja immer nur eine Diskette drin und die Diskette ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen Objektuniversum. Ich habe nie gleichzeitig die Programmdiskette und die Datendiskette drin und schon gar nicht gleichzeitig die Betriebssystemdiskette. Ich kann auch nicht ständig abspeichern. Ich kann nicht sowas machen wie so ein automatisches Abspeichern, weil dieses Diskettenlaufwerk ist unwahrscheinlich laut. Das summt so ein Brummen. Ich dachte früher immer, beim Atari wurde das Speichern-Icon als so eine Biene dargestellt, das bezöge sich auf dieses Brummen, aber Gero hat mich eines Besseren belehrt, es steht wohl für eine fleißige Biene. Aber trotzdem passt das relativ gut, also so ein Bzzz hat man dann die ganze Zeit. Es wäre viel zu laut. Der Rechner ist währenddessen nicht nutzbar und das Speichermedium, auf das ich so ein Autosave machen würde, ist gegebenenfalls gar nicht eingelegt. Das geht also gar nicht. Das heißt, ich brauche ein User-Interface, was sich auf diese Disketten bezieht. Das Desktop ist nicht das Richtige. Stattdessen brauche ich in den Programmen ein User-Interface, wo ich solche Operationen habe wie diese, dass ich zum Beispiel aus dem Programm heraus auf einer Diskette Dateien löschen kann. Wieso ist das wichtig? Ich schreibe einen Text, will den abspeichern, stelle fest, die Diskette ist voll. Jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe nicht eine leere Diskette irgendwie, ich habe nur diese Diskette. Ich möchte den Text aber abspeichern, also muss ich löschen können. Ich kann aber nicht auf den Desktop wechseln, ich habe ja nur dieses eine Programm gleichzeitig laufen. Also muss ich in dem Betriebssystem vorsehen, dass ich auch aus dem Programm heraus Dateien löschen kann oder Disketten formatieren oder was auch immer. All diese Dinge müssen möglich sein. So, ich habe jetzt noch ein paar weitere Folien, die ich euch an dieser Stelle vorenthalten möchte. Ich werde sie, die entsprechenden Videos vor allen Dingen in der Vorlesungsaufzeichnung einfügen.
erzählen, wo wir jetzt durch die Computergeschichte so ein bisschen gelaufen sind und versucht haben, diese Entwicklung des User Interfaces mit diesen fünf Kriterien, die ich da, oder fünf Potenzialen, ich sage immer Kriterien, mit diesen fünf Potenzialen, die ich da herausgearbeitet habe, nachvollziehen zu können. Wenn ihr euch mit Computergeschichte beschäftigt, das ist wirklich ein interessantes Feld, dann müsst ihr euch zwangsläufig immer ein bisschen mit Computergeschichten beschäftigen. Nämlich in dem Sinne, dass da viele Geschichten erzählt werden, von denen nur die Hälfte irgendwie stimmen kann. Und vor allen Dingen, bei denen die Protagonisten selbst häufig ein eigenes Interesse haben, die Geschichte auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen. Zum Beispiel bei dieser Sache mit Apple und wie sie sich nach außen hin darstellen. Das bezieht sich aber auch auf andere Dinge. Also zum Beispiel, wenn man fragt, was war der erste Computer, dann sagen die Deutschen, es war natürlich der Zuse. Die Engländer sagen, es war natürlich der Colossus in England und die Amerikaner sagen, es war natürlich der ENIAC. Und für alle stimmt es irgendwie auch, weil sie alle auf eine gewisse Weise die Ersten waren, wenn man immer andere Adjektive davor setzt. Die Frage ist, was nutzt das? Wollen wir irgendwelche Blumentöpfe jetzt im Nachhinein noch gewinnen, dafür die Ersten mit etwas gewesen zu sein? Das nutzt eigentlich relativ wenig. Deswegen könnte man sich das vielleicht auch ganz abschminken und einfach gucken, was die Beweggründe für bestimmte Entwicklungen waren. Das ist eigentlich viel interessanter. Und es wird einfach viel Unsinn auch erzählt. Und gerade in populärer Literatur oder populären Filmen dazu wird wirklich verdammt viel Quatsch erzählt. Da wird zum Beispiel, werden zum Beispiel diese Sachen verbreitet. Das erste ist, IBM wollte weiterhin nur große Computer bauen. Die wollten keine Microcomputer bauen. Kann ich euch gleich als letztes noch ein Video zeigen, wo man sieht, dass sie im Prinzip sogar schon Laptops gebaut haben, bevor die anderen überhaupt auf den Gedanken gekommen sind, kleine Computer zu bauen. Oder sowas wie Sketchpad, das war dieses erste CAD-System. Darüber steht in der Wikipedia dieses hier. Sketchpad lief auf einem massiv umgebauten Lincoln TX2, der nach Ende der Arbeit zurückgebaut wurde. When Sutherland has finished it, it had to be reconverted to run in batch mode again. Quatsch. Das Video, was wir gerade gesehen haben, ist von 2 Jahre später, wurde ja offensichtlich nicht zurückgebaut. Und dieser Computer ist ein experimenteller Computer gewesen, der ist extra dafür gebaut worden, um solche Sachen ausprobieren zu können. Das heißt, es werden Sachen sinnlos oft nachgeplappert. Also man muss wirklich entweder viele dieser Geschichten lesen oder sehen, dass man sich auf irgendwelche Historiker bezieht, die da tatsächlich, sagen wir mal, mit wissenschaftlicher Genauigkeit herangehen. Letztens oben noch das Quartett. Das ist auch so eine Unart, die ich finde, dass immer so technische Daten so hingerotzt werden, ohne dass da gesagt wird, welche Implikationen das eigentlich hat. Also wirklich wie beim Quartett, ich habe mehr Kilobyte als du. Das nutzt aber gar nichts. Also das nur mal so als Herangehensweise, wenn ihr euch selber mit dieser Computergeschichte beschäftigen wollt, auf was man vielleicht so ein bisschen achten kann. Vor allen Dingen, dass man nicht jede Geschichte, die man irgendwo liest, sofort glaubt. You're looking at a small portable computer called the IBM 5100. It's helping a lot of different people do their work more productively. Managing real estate investments entails many difficult decisions. Do I pay it now or later? What about the landscaping? Can we afford it? What about taxes? There are many, many difficult decisions to make. It's really nice having a computer to help. It weighs about 50 pounds. You can plug it in anywhere. Bad weather, late deliveries, construction delays of all kinds. How is it going to affect our schedule? Now we can find that out fast. The 5100 can help handle some very complex information. Jet fuel is expensive. At Siemens Precision, we're developing a product that'll help the pilots save fuel. Flight test time is also expensive. But we do our flight tests right here in the lab on our 5100 and save time and money. Capacity? About the same as some large computers a few years ago. We're a mid-sized life insurance company. If we want to compete, and we do, we've got to be flexible. We've got to get answers fast. This little machine will help us do it. The 5100 is easy to learn and simple to use. There are countless combinations of feed we can mix. What is the most economical for any particular herd? That's what I'm figuring out now. The cost of the 5100 is reasonable. Paper, ink, size, weight.
wage, overhead, and don't forget the shipping costs. Estimating a printing job is not so easy. Our estimators handle 50% more work since we got the 5100. We do it faster and a lot more accurately, and our customers really love it. The IBM 5100. It's bringing the advantages of the computer to more and more people. IBM, helping put information to work for people. Gut, das Fazit habe ich euch zwischendurch erzählt. Was ich euch aber noch zu empfehlen würde, wie gesagt, wenn es euch interessiert, ist das, was ich hier auf dieser Materialseite aufgeschrieben habe. Oben sind zum ersten Mal einige dieser Videos, die ich gezeigt habe. Vor allen Dingen auch manchmal längere davon, wenn ihr euch das angucken wollt. Und hier unten, es gibt viele Emulatoren für diese alten Computer, die im Browser laufen. Das heißt, ihr braucht euch nichts zu installieren. Ihr könnt die einfach mal ausprobieren. Und dann könnt ihr mal gucken, wie die sich so bedient haben. Ja, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Nächstes Mal geht's ganz handfest los mit der Gestaltung von Icons. Bis dahin.